Willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um einen der aufsehenerregendsten Fälle der Wiener Kriminalgeschichte des 19. Jahrhunderts. Einen, der nicht nur die Bewohner dieser schönen Donaumetropole aufs Höchste erregte, sondern auch weit darüber hinaus. Im Laufe des Jahres 1883 wurden mehrere Dienstmädchen von vornehmen Herrschaften Wiens der Polizei als vermisst gemeldet. Auch eine Anzahl Diener und bessere Handwerker wurden als vermisst gemeldet. In dem Koffer eines dieser vermissten Mädchen wurde ein Liebesbrief gefunden. Unterschrieben wurde dieser Brief von einem Mann, der der Sicherheitsbehörde von Wien schon als Hochstapler und Heiratsschwindler bekannt war. Er hieß Hugo Schenk. Hugo Schenk wurde am 11. Februar 1849 in Tschech in Mähren geboren. Er stammte aus gutem Hause. Sein Vater war Richter in Teschen. Er hatte einen 2 Jahre jüngeren Bruder namens Karl Schenk. Dieser war als Gemeindearzt in Maria Tafel tätig, verheiratet und hatte 4 Kinder. Hugo Schenk bezeichnete sich selbst oft als Ingenieur und Chemiker. Er schrieb auch kleine Nachrichten und lyrische Gedichte für Zeitungen. Nachdem er in Olmütz das Gymnasium absolviert hatte, trat er in die dortige Artillerie-Schulkompanie ein und kam 1866 mit 17 Jahren zum Regiment. 1875 nahm er seinen Abschied und betrieb daraufhin mehrere Geschäfte. Er bezeichnete sich manchmal auch als Fabrikdirektor und Bergwerksunternehmer und frönte in hohem Grade dem Glücksspiel. Natürlich meistens mit gezinkten Karten. 1869 und 1870 gab er sich zu Beginn seiner kriminellen Laufbahn als vor den Schergen des Zaren aus Warschau geflüchteter Fürst Boleslaw von Wielopolski aus und versuchte als Heiratsschwindler im mährischen Olmütz und im niederösterreichischen Rosenburg an die Mitgift der vermeintlichen Bräute zu gelangen. Hugo Schenk war eine selten schöne, stattliche Erscheinung. Er war groß, gut aussehend, gut erzogen, sprach fließend mehrere Sprachen und hatte die Haltung eines Gentlemans. Schon im Alter von 21 Jahren nannte er sich Fürst Wielopolski und trug mit Vorliebe polnische Tracht. Zu jener Zeit stellte er sich der sehr vermögenden Witwe Kritschek vor, mit dem Bemerken, er sei wohl ein Fürst Wielopolski, reise aber in Österreich unter dem Namen Hugo Schenk. Gleichzeitig hielt er um die Hand der 17-jährigen Tochter dieser Frau an. Er erklärte, er wolle dem Mädchen zuliebe auf seine hohe Stellung und seine Güter in Russland verzichten und bei der englischen Bank in Wien eine Stellung annehmen. Um diese Stellung zu erhalten, sei er allerdings genötigt, eine hohe Kaution zu stellen. Frau Kritzek gab ihm auch 500 Gulden bar und 1600 Gulden in Wertpapieren. Mit diesem Gelde reiste Schenk nach Wien und ließ lange Zeit nichts von sich hören. Die Familie Kritzek wurde infolgedessen misstrauisch. Schenk schrieb jedoch an Frau Kritzek: Ich will mir alle Mühe geben, meinem geliebten Mariechen ein sorgenloses Leben zu gründen. Mein Ehrgefühl, gute Mutter, geht mir über alle Schätze der Welt. Gleichzeitig schrieb er an Marie: Ich liebe sie mit jener Liebe, mit welcher unser unvergesslicher Schiller es in seinem besten Stücke Kabale und Liebe zeigt. O, fachen Sie die Glut meines Herzens an und machen Sie mein aller Hoffnung scheiterndes Herz glücklich. Frau Kritzek traute aber diesen Liebesbeteuerungen nicht, sondern drohte Schenk mit Anzeige. Daraufhin verschwand er. Als er dann nach Olmütz zurückkehrte, wurde er auf Anzeige der Frau Kritzek verhaftet
und vom Kreisgericht zu Olmütz am 5. Dezember 1870 wegen Betruges zu 5 Jahren schweren Kerkers in der Strafanstalt Mührau verurteilt. Nach 2-jähriger Strafverbüßung wurde er aber begnadigt und entlassen. Im August 1879 war Schenk Direktor einer Papierfabrik. Er heiratete am 26. August 1879 und wohnte mit seiner Frau in Prag. Dort betrieb er eine Zeit lang ein Kohlengeschäft. Er hatte mit seiner Gattin, einer sehr braven Person, 3 Kinder. 2 starben jedoch sehr früh. Mit 32 Jahren reiste Schenk im Juli 1881 nach Wien und wurde dort abermals wegen Heiratsschwindel zu 2 Jahren schwerem Kerker in der Strafanstalt Stein verurteilt. Frau Schenk nahm unterdessen zu Hause in Prag eine Stelle beim Hopfenhändler Heinrich Holm an. In der Strafanstalt Stein lernte Hugo Schenk den wegen Diebstahls eingesperrten 9 Jahre jüngeren Karl Schlosserek kennen. Schenk wurde dann am 11. März 1883 aus dem Kerker entlassen. Obwohl ihm seine Frau die zärtlichsten Briefe schrieb und ihn bestürmte, wieder nach Prag zu kommen und ein ordentliches Leben zu beginnen, beantwortete Schenk die Briefe nicht, sondern lebte in der Hauptstadt Österreichs als Grand Seigneur vom Falschspiel, Betrug und von Massenmorden. Er erließ in Zeitungen Annoncen, in denen er angab, dass er in der Lage sei, kautionsfähigen Leuten gute Stellungen zu verschaffen. Daraufhin meldeten sich Kutscher, Diener, bessere Handwerker und Dienstmädchen. Er sagte diesen, er könne ihnen sehr einträgliche Stellungen in großen Fabriken, auf Grafen- und Fürstenschlössern verschaffen, sie sollen aber ihre Kautionen sofort mitbringen. Auf dem Wege zu den angeblichen Stellungen wurde im Walde Rast gemacht. Dort wurde den Leuten Wein oder Schnaps, der mit Betäubungsmitteln gemischt war, gereicht. Wenn die Opfer dann daraufhin eingeschlafen waren, wurden sie, teils mit Hilfe seines 2 Jahre jüngeren Bruders, des Bürodieners Karl Schenk und des Schlossers Karl Schlosserek, erdrosselt und die Leichen nach geschehener Beraubung in die Donau geworfen. Den Dienstmädchen versprach er zumeist die Heirat. Da unterwegs auch gleichzeitig die Verlobung gefeiert werden sollte, so wusste er die jungen Mädchen, die sämtlich unsterblich in den schönen Hugo verliebt waren, zu überreden, gleich alle ihre Schmucksachen mitzunehmen. So lernte er am 26. April 1883 über eine Zeitungsannonce die 24-jährige Emilie Höchsmann, ein auffallend schönes, hochanständiges Mädchen, Tochter sehr achtbarer Eltern, aber arm, kennen. In diese war Schenk unsterblich verliebt. Er sagte der Höchsmann, dass er eine sehr erträgliche Stellung als Ingenieur bei der Arlbergbahn habe. Das Mädchen drang schließlich in ihn, es zu heiraten. Schenk sagte jedoch, er könne das nicht tun, denn er sei Mitglied einer nihilistischen Gesellschaft, die in Zürich ihren Sitz habe. Er selbst sei ein russischer Graf namens Wilopolsky. Deshalb könne er sie nicht heiraten, weil er nur unter dem Namen Schenk vor den Traualtar treten könne. In diesem Falle wäre die Ehe aber ungültig. Er könne außerdem schon deshalb eine eheliche Verbindung nicht eingehen, weil sein Leben gefährdet wäre und ihres dann auch. Er erzählte dem Mädchen weiter, er habe einen alten Onkel, einen ungemein reichen Grundbesitzer in Cincinnati, der dort ausgedehnte Ländereien besitze und mindestens 7 Millionen Dollar Vermögen habe. Ebenfalls um diese Zeit herum, im April 1883, machte er die Bekanntschaft des aus Böhmen stammenden 33-jährigen Dienstmädchens Josephine Thiemal.
Auch ihr gegenüber gab er sich als Bahningenieur aus und auch ihr versprach er die Heirat. Auch Josephine Thiemal fiel auf seinen Charme und seine galante Art herein und schenkte ihm ihr ganzes Vertrauen. Sie kündigte bald darauf ihren Dienst, packte all ihre Wertgegenstände zusammen und fuhr mit ihm auf die angebliche Hochzeitsreise nach Krakau. Emilie Hüchsmann erklärte er, er müsse mal eben nach London reisen, um dort von der Bank von England Geld abzuholen. Er fuhr aber nicht nach London, sondern am 21. Mai 1883 mit Josephine Thiemal auf angebliche Hochzeitsreise nach Krakau. Nur kamen sie dort nie an. Sie machten Halt oder Rast am Gevatterloch bei Mährisch-Weißkirchen. Hugo Schenk gab ihr Wein, der stark mit Chloraldehyd vermischt war. Josephine wurde daraufhin sehr schnell bewusstlos. Dann vergewaltigte er sie, knebelte und fesselte sie mit Hilfe seines Komplizen Karl Schlosserreck, der dort auf sie gewartet hatte, raubte sie aus und versenkte sie mit einem schweren Stein im Abgrund. Knapp 4 Wochen nach ihrem Kennenlernen. Schenk kehrte nach einigen Tagen nach Wien zurück und sagte der Hüchsmann, er habe das Geld in London nicht bekommen können, weil er sich nicht hinreichend als Fürst Wielopolski legitimieren konnte. Er habe sich aber anderweitig Geld beschafft. Schenk gab der Hüchsmann außerdem auch eine größere Summe Geldes. Weil Hugo Schenk aber der Meinung war, Josephine Thiemals Tante, Katharina Thiemal, die als Dienstmädchen in Budweis arbeitete, könnte ihm gefährlich werden, da sie ihn kannte und möglicherweise bzw. höchstwahrscheinlich Nachforschungen anstellen würde, wenn sie nicht mehr von ihrer Nichte Josephine hört, plante er, auch sie zu ermorden. Er schrieb ihr, dass er Josephine geheiratet habe und lud sie mitsamt ihrem Hab und Gut auf sein Landgut ein. Sie nahm an. Am 21. Juni 1883 holte er sie vom Bahnhof ab und fuhr mit ihr nach Krummnussbaum, wo er sie am Donauufer zusammen mit Schlosserreck überwältigte und tötete. Nachdem sie ihr sämtliche Wertsachen abgenommen hatten, versenkten sie auch sie in der Donau. Schenk verreiste noch einige Male und kam stets nach wenigen Tagen mit Geld und Schmuck zurück. 6 Wochen später. Als er am 5. August 1883 abends von einer Reise zurückkehrte, übergab er der Hüchsmann Wertpapiere, eine goldene Damenuhr, einen Brillantring, ein goldenes Collier und die dazugehörenden Ohrringe. All das hatte er keine 3 Stunden zuvor Theresia Ketterl abgenommen, nachdem er sie in einer Schlucht in Lilienfeld erschossen und bevor er sie in der Donau versenkt hatte. Angeblich habe er mit ihr das Spiel russisches Roulette gespielt und sie dazu gebracht, selbst abzudrücken. Hier sind sich die Quellen aber nicht ganz einig. Sein Bruder Karl sollte später aussagen, dass er ihm dabei geholfen habe. Theresia Ketterl, ein bildschönes junges Mädchen, war Stubenmädchen und Köchin bei dem Finanzbeamten Otto Baron von Buschmann in Wien, der diese dann auch alsbald als vermisst meldete. Er sagte aus, sie wäre während seines Sommerurlaubs spurlos mit Sack und Pack verschwunden. Einfach so. Und das wäre so gar nicht ihre Art. Manchmal arbeitete Hugo Schenk allein. Manchmal fungierten sein Bruder Karl oder Schlosserreck, den er in der Strafanstalt kennengelernt hatte, als Komplizen. Auf jeden Fall aber war das Vergewaltigen, Morden und Stehlen mittlerweile zu einer Vollzeitbeschäftigung geworden. Er plante seine nächsten Opfer schon, noch bevor er sich seines aktuellen Opfers entledigt hatte. Und
Er handelte stets nach genau vorbereiteten Plänen. Im Organisieren und Koordinieren war er wirklich außerordentlich gründlich und geschickt. Schließlich mussten Briefe geschrieben und beantwortet werden, Treffen organisiert und abgehalten werden, Tatabläufe geplant, Reisen gebucht, Leute hingehalten und sich ständig neue Geschichten ausgedacht werden. Er bandelte mit seinen Opfern stets über Kontaktanzeigen an, selten auch mal spontan auf der Straße. Er hatte eine so überzeugende Art, war redegewandt, weltgewandt und charmant. Er schaffte es immer wieder, das absolute Vertrauen seiner Opfer zu gewinnen, sodass sie ihm alles zu glauben bereit waren und ihm alles überließen, was sie besaßen. Schenk ließ die Frauen immer glauben, er sei ein nihilistischer Agent oder ein polnischer Graf mit unermesslichem Geld und adligen Verwandten, sogar in Amerika, die von einer Heirat mit einer Dienerin nichts hören wollten. Die heimliche Heirat war immer der Vorwand, um Wien zu verlassen und einmal unterwegs mit Geld, Schmuck und Wertsachen der Mädchen sicher in der Tasche, stieg er an einem romantischen Ort aus, wo er seine Komplizen traf und nachdem er sein Opfer ermordet hatte, kehrte er stets mit dem nächsten Zug zurück. Und er verreiste viel. 4 Monate später. Am 20. Dezember 1883 zeigten besorgte Angehörige im Kommissariat in Wien an, dass die 47-jährige Köchin Katharina Thiemal und ihre 33-jährige Nichte Josephine Thiemal seit dem Sommer verschwunden seien und dass man ein Verbrechen vermute, weil die beiden aus Böhmen stammenden Frauen als äußerst verlässlich galten. Die Vermisstenanzeigen für die Thiemals und das Hausmädchen Theresia Knetterl waren zu diesem Zeitpunkt aber nicht die einzigen. Und die Wiener Polizei war wirklich fleißig, eins und eins zusammenzuzählen. Dennoch sollte es noch etwas dauern, bis man ihm tatsächlich habhaft werden konnte. Und diese Zeit nutzte Hugo Schenk gut. Er hatte schon sein nächstes Opfer für die Opferung vorbereitet. Rosa Ferenczi. Rosa Ferenczi war eine uneheliche Tochter eines ungarischen Adligen, nicht anerkannt und verstoßen. Sie verdiente ihren Lebensunterhalt ebenfalls als Dienstmädchen. Sich ihrer Herkunft aber dennoch bewusst, musste es für sie wie ein wahr gewordenes Wunder gewesen sein, als der gut aussehende, reiche Adlige Graf Wielopolski im Oktober 1883 in ihr Leben trat und um sie warb. Immerhin war sie auch schon 30 Jahre alt. Als dieser Graf ihr nun seine Hand und sein Herz anbot, glaubte sie, ihr Schicksal möge sich doch noch wenden. Auch sie verfiel ihm mit Haut und mit Haaren. Er nahm einen Teil ihres Geldes, insgesamt 1800 Gulden, und brachte sie in einem abgelegenen Vorort unter, wo er sie manchmal besuchte. Ihre Vermieterin sagte später aus, Rosa Ferenczi habe schon ab und zu gezweifelt, wenn er nicht da war. Sobald er aber wieder da war, waren alle Zweifel wieder fort. Zu Weihnachten 1883 ging er mit ihr ins Theater und in die Oper und plante mit ihr, seine Schwester zu besuchen, die er eigentlich gar nicht hatte. Sie bereitete sich also auf die Abreise vor und sagte zum Abschied weinend zu ihrer Vermieterin, »Sie werden mich entweder glücklich und verheiratet wiedersehen oder nie wieder.« Das sagte die Vermieterin jedenfalls später aus. Die Vermieterin erkannte Schenk und Schlosserek auch später als die beiden Männer wieder, mit denen Rosa zum Bahnhof gefahren war. Am nächsten Tag wurde ihre Leiche in der Donau in der Nähe von Pressburg gefunden. Nachdem Hugo Schenk nun also am 28. Dezember 1883 Rosa Ferenczi getötet und in der Donau bei Kitzsee versenkt hatte und ihm die Polizei schon längst auf der Spur war,
plante er bereits das nächste große Ding. Und mit dieser Tat wollte er sich danach auch erstmal absetzen. Er hatte nämlich ebenfalls schon im Oktober 1883 längst mit Josephine Eder angebandelt, einem sehr hübschen Hausmädchen, das seit 12 Jahren in Diensten der sehr reichen Baronin Malfatti stand. Die Familie Malfatti war sogar mit dem Kaiser bekannt und bekam von diesem auch hin und wieder Geld, so zum Beispiel für die Pflege ihres kranken Sohnes Napoleon, ganze 20.000 Gulden. Die Baronin Malfatti war eine äußerst großzügige alte Dame, die ein Asyl für alte Frauen gegründet hat und unterhielt. In ihrer einsamen, in einem Wiener Vorort gelegenen Villa war also viel Bargeld und Schmuck und andere Wertgegenstände im Wert von noch einmal ca. 10.000 Gulden zu holen. Wie auch immer er es angestellt haben mag, aber diese vertrauenswürdige junge Frau, Josephine Eder, die seit 12 Jahren in diesem Hause arbeitete, erklärte sich tatsächlich bereit, ihre Dienstherren zu bestehlen, beziehungsweise ihrem Geliebten dabei zu helfen. Sie bereitete alles für den nächtlichen Einbruch vor. Natürlich sagte er ihr nicht, dass er vorhatte, sie alle zu ermorden. Ihr erzählte er, er würde sie nur betäuben. Sie glaubte ihm, sagte aber später auch gegen ihn aus. Mit dieser Tat hätte er also ohne weiteres 5 weitere Morde begangen, ohne mit nur einer Wimper zu zucken. Wäre er nicht am 10. Januar 1884 endlich gefasst worden. Hugo Schenk wurde am 10. Januar 1884 durch die herausragende Polizeiarbeit von Kriminalhauptkommissar Breitenfeld gestellt. Schlafend in der Wohnung seines Komplizen in der Sturzgasse 1 im heutigen Bezirk Penzing. Einen Tag später wurden auch Karl Schlosserek und Karl Schenk verhaftet. Der Polizei gestand Hugo Schenk später, dass er für diese Woche noch 5 Morde geplant hatte, die ihm mindestens 30.000 Gulden hätten einbringen sollen, und dass er mit dieser Summe zusammen mit Emily Hüßmann nach Amerika fliehen wollte. Außerdem stellte sich noch heraus, dass er zum Zeitpunkt seiner Verhaftung noch mit mindestens 50 weiteren Frauen in Kontakt stand, die alle seine nächsten Opfer hätten werden können. Zumindest waren sie als diese angedacht. Bei Hugo Schenk wurden 6.000 Gulden gefunden. Da er aber immer auf großem Fuß lebte und gern und viel verreiste, wurde immer angenommen, dass er sich noch auf anderen Wegen oder mit anderen Morden Geld beschafft haben musste. Wenige Tage vor Schenks Verhaftung meldete ein Mann der Polizei, dass er aus einem Eisenbahnzug heraus in der Nähe von Lundenburg an der Nordbahn einen Mann, der auf Schenks Beschreibung passte, beobachtet hatte, der mit einer Frau rang und sie erstach. Diese Sache konnte zu diesem Zeitpunkt nicht geklärt werden, da die Polizisten, die sofort dorthin entsandt wurden, weder eine Leiche noch sonst etwas Verdächtiges haben finden können. Aber Schenk gestand nach seiner Verhaftung auch diesen Mord, weigerte sich jedoch, dazu weitere Angaben zu machen. Als Schenk und sein Komplize in Haft saßen, suchte man Schenks Frau und sein Kind, konnten sie aber nirgends finden. Sie blieben spurlos verschwunden. Am 13. März 1884 begann vor einem Ausnahmegerichtshof in der Alserstraße die Hauptverhandlung gegen die 3 Mörder. Der Andrang des Publikums war atemberaubend. Zahlreiche Zeitungsberichterstatter aus dem In- und Ausland, insbesondere aus Deutschland, erschienen ebenso. Den Vorsitz des Ausnahmegerichtshofes führte Landesgerichtsvizepräsident Graf Lamezahn. Die Staatsanwaltschaft vertrat Oberstaatsanwalt Dr. von Pelser. Hugo Schenks Verteidigung übernahm Rechtsanwalt Dr. Svoboda.
für Schlossereck Rechtsanwalt Dr. Lichtenstein und für Karl Schenk Rechtsanwalt Dr. Steger. Die Blicke des zahlreichen Publikums, insbesondere der Damen, richteten sich fast ausschließlich auf den Hauptangeklagten Hugo Schenk. Sein schönes Gesicht, seine stattliche Figur, die intelligenten Gesichtszüge, die weltmännischen Manieren, das sonore Organ und der schmachtende Aufschlag seiner schwärmerischen Augen ließen es wohl begreiflich erscheinen, dass er auf Frauenherzen einen geradezu überwältigenden Eindruck machte. Schlossereck war hingegen ein finster dreinschauender Mann mit unangenehmen, abstoßenden Gesichtszügen. Und Karl Schenk war eher schmächtig, mit einem ins Rötlich gehenden Schnurr- und Battenbart. Man merkte ihm wohl auch an, dass er stark lungenleidend war. Das Landgericht in Wien sprach die drei Angeklagten des Verbrechens des meuchlerischen Raubmordes, des Verbrechens des versuchten meuchlerischen Raubmordes und des Verbrechens des Raubes, Hugo Schenk auch des Verbrechens der Mitschuld am Diebstahl, Karl Schenk des Verbrechens des meuchlerischen Raubmordes, der Mitschuld am Raube und der Teilnahme am meuchlerischen Raubmorde schuldig und verurteilte sie zum Tode durch den Strang. Auch hat der Gerichtshof gemäß der gesetzlichen Bestimmung folgende Reihenfolge in der Vollstreckung des Urteils angeordnet. Zuerst Karl Schenk, dann Karl Schlossereck und zuletzt Hugo Schenk. Die Verurteilten, die das Urteil sämtlich mit ziemlicher Ruhe angehört hatten, wurden darauf unter lauten Verwünschungen des Publikums abgeführt. Alle drei wurden am 22. April 1884 im Hof Nummer 1 des Wiener Landgerichts hingerichtet. Etwa 100 Personen wohnten der Hinrichtung Hugo Schenks bei. Emilie Höchsmann soll irgendwann nach der Hinrichtung Mutter eines gesunden Knaben geworden sein. Der Vater soll Hugo Schenk gewesen sein. Der Schädel von Hugo Schenk, der nach der Hinrichtung durch den Wiener Neurologen Moritz Benedikt obduziert und neurologisch untersucht wurde, befindet sich bis heute im Wiener Kriminalmuseum. 40 Dienstmädchen sind während der Wirkungszeit der Schenkbande abgängig gemeldet worden. Als Hugo Schenk unter den Galgen trat, lächelte er. Dann verbeugte er sich vor den Richtern und sagte zum Priester: Ich habe den Tod verdient. Bitte grüßen Sie meine Frau. 3 Minuten später war er dahin.